Sollen wir unser Auto auch mitfahren? Sie können alles hier lassen. Wir müssen durchkommen, Herr Manns. Es dauert nur eine halbe Stunde. Hey, was ist denn? Kamera mitnehmen. Pack das Zeug hinten rein. Haben Sie wieder eine persönliche Frage? Wieso? Sieht man mir das an? Ich sehe es. Ja. Ich denke gerade, so ein Mann wie Sie, der hat doch einigen Einblick gehabt in das Getriebe der Welt. Ich meine, wir sehen ja nur die Tagesschau. Wie glauben Sie, wird es weitergehen? Ich glaube, dass die vom sogenannten menschlichen Verstand geschaffene Ordnung auf die Dauer kein besseres Weltgebäude errichten wird als die mittelalterliche Kirche. Das sind aber nicht sehr aufklärerische Gedanken. Vielleicht doch. Schauen Sie sich um. Was tun wir? Wir glauben. Wir glauben an die alleinselig machenden Wirkungen der menschlichen Wissenschaft. Aber ich an ein solches Menschenwerk glaube ich doch lieber an einen wundertätigen Gott. Das ist doch viel logischer. Aber ohne dieses Menschenwerk wären Sie schon lange nicht mehr im Leben. Da haben Sie recht. Ich nehme an, Sie waren auch schon mal im Krankenhaus. Ich hänge zweimal die Woche an einer Nierenmaschine. Das ist mir neu. Typisch. Unser Archiv. So einige Sachen habe ich schon verbergen können. Hier in dem Haus steht meine Maschine. Dann verstehe ich Sie umso weniger. Nur die menschliche Wissenschaft hält Sie noch am Leben. Ich sag ja, Sie haben recht. Aber die menschliche Wissenschaft hält einem so lange am Leben, bis man endgültig erkennt, dass dieses Leben nicht mehr lebenswert ist und man sich das Leben nimmt. Und wenn man einen solchen Selbstmord nicht höllisch perfekt durchführt, dann schnappen die ein Loch und legen ein auf die Intensivstation. Aber wenn man dann wieder aufwacht, ist man schon froh. Ja, das ist das Verrückte daran. Irgendetwas ist da in uns, das uns immer in dieses Leben gegen alle Lebenserfahrungen. Die Menschen sollten ihre Fantasie gebrauchen. Die Fantasie an die Macht. Sie vergessen, dass zumindest seit der Renaissance die menschliche Fantasie identisch ist mit der Befreiung der menschlichen Vernunft. Die Vernunft ist die Fantasie des Menschen. Und nun sehen Sie, was daraus geworden ist. Ich muss noch einmal nach dem Tod Ihrer Frau fragen. Darüber möchte ich nicht reden. Sie war zum Schluss sehr krank. Sie haben sich verstanden? Ja. Sie war an Ihrem Aufstieg beteiligt? Sehr sogar. Und dann? Hat sie die Kehrseite kennengelernt. Von einer gewissen Höhe ab ist die Luft sehr dünn, um nicht zu sagen eisig. Und wer nicht in dieser Höhenlage aufgewachsen ist, der hat Schwierigkeiten. Zum Beispiel Ihre Frau. Sie kam aus kleinstädtischen Verhältnissen, das merkte man ihr an. Und man ließ es sie auch merken. Aber ich konnte ja deshalb nicht meine Karriere abbrechen, meine Geschäfte einstellen, das wollte sie auch nicht. Aber je erfolgreicher ich wurde, umso schwieriger wurde es für Sie. Sehr viele Leichen, die an so einem Weg liegen. Ja. Man kommt sich vor wie ein Mörder, obwohl man eigentlich gar nichts getan hat. Gut, manche Sachen gingen hart an die Grenze, aber waren immer noch diskutabel. Ich habe mich im Rahmen der Gesetze dieses Staates bewegt, privat und in meinen Geschäften. Doch gibt es Tote.
schön, du kannst uns nicht ein bisschen was über ihn sagen. Nein, das ist nicht. Wir können ja auch Stellen Sie doch nicht so stur an, bitte. Sie sind auf Information angewiesen. Mittwoch im Regionalfernsehen. Gehen Sie auf Ihren Stammplatz. Die Herrschaften draußen kommen aber nicht herein. Sie sind schon seit heute Morgen hier, nicht abzuschütteln. Den Steinberger, Herr Manns? Ja, bitte, für alle. Was haben wir denn hier? Ist das auch einer Ihrer Lieblingsplätze? Ja, ich habe hier oft gesessen. Bitte sehr. Ich mache das schon voll. Zum Wohl, die Herren. Danke. So. Zum Wohl. Können wir weitermachen, Herr Manns? Bitte. Die Kamera ist fertig. Was ist mein Ton? Ton läuft! Kamera läuft. Manns, die Sechste. Herr Manns, wir haben noch nicht Ihren eigentlichen Aufstieg in die Gesellschaft geschildert. Wie hat sich das abgespielt? Ja, ich hatte mir einen regelrechten Plan gemacht. Und wie sah der aus? Einfach. Ich hatte von einem Textilbetrieb erfahren, der schlecht ging und daher billig zu haben war. Das Tolle daran war, und das hatte niemand so richtig realisiert, dass hinter einer schlechten Bilanz sich ein Riesengrundbesitz versteckte. In Stadtrandnähe. Ich habe die Firma gekauft und sofort liquidiert. Das heißt, alle Grundstücke wurden von meiner Baufirma übernommen. Da konnte ich ja den Wert der Grundstücke selber bestimmen. War das einwandfrei? Völlig legitim. Ich habe niemandem geschadet. Oder sich selbst bereichert. Das war der Sinn der Sache. Es ist in unserer Gesellschaft jedem freigestellt, reich zu werden. Das ganze deutsche Volk hat sich nach dem Kriege bereichert, nicht wahr? In sehr unterschiedlichem Ausmaß. Natürlich, das ist in einer funktionierenden Wirtschaft so. Kommt darauf an, für wen sie funktioniert. Nein, es kommt darauf an, dass sie funktioniert. Für wen und wie ist gleichgültig. Bitte. Bleiben wir bei Ihren Geschäften. Die Transaktion brachte Ihnen, wie man heute weiß, 120 Millionen. Die ich sofort über die Börse in eine mittlere Chemiefirma steckte. Ich kaufte ein Jahr lang, bis ich 51% der Aktien besaß. Wollten Sie Chemikalien produzieren? Überhaupt nicht. Nein, aber ich hatte von einem Bankier gehört, dass die Produkte dieser Firma eine sehr gute Ergänzung für einen Chemiekonzern darstellten, der diversifizieren wollte. Aber ich war schneller als der Konzern. Ich bin dann zu den Leuten hin und habe ihnen klargemacht, dass es für sie billiger wäre, meine Firma mit all ihren Patenten auf einen Schlag zu übernehmen, als auf lange Sicht für teures Geld Konkurrenzprodukte zu entwickeln. Das haben die eingesehen. Ich habe ihnen 51% meiner Chemiefirma überschrieben und dafür 25% von dem Konzern erhalten. Eine Schachtelbeteiligung? Ja. Und damit waren Sie ganz oben? Damit war ich ziemlich weit oben. Ja, von nun an ging alles sehr einfach. Bankiers und Unternehmer kamen zu mir, boten mir Firmen und Beteiligungen an. Ich verpfändete meinen Konzern an 300 bis 400 Millionen und kaufte weiter. Nach 5 Jahren besaß ich über 20 Firmen. Ich saß in den Aufsichtsräten, hatte eine eigene Bank, eine weltweit operierende Konzernzentrale, die Generalbevollmächtigten und Minister der Regierung suchten mich auf. Also ganz oben? Dachte ich. Ich habe es geglaubt. Ich habe es wirklich geglaubt. Eine rasante Karriere. Schrieb die Presse. Für mich war es mehr ein Wunder. Dem Sie kräftig nachgeholfen haben.
wenn Sie einmal bei einer allerersten Adresse Kredit haben, dann haben Sie überall Kredit. Da können Sie senkrecht nach oben, das geht ja eine ganze Zeit lang. Aber wenn einer mal den Hahn zudreht von diesen ersten Adressen, dann geht es senkrecht nach unten. Aber so weit war es ja noch nicht. Nein, im Gegenteil. Selbst Fürstenfeld gab mir Kredit. Fürstenfeld mir. Und haben Sie neben Fürstenfeld gesessen? Nur sehr oft sogar. Ihr Wunsch hatte sich also erfüllt? Ja und nein. Ich habe zwar neben ihm gesessen, aber es war auch alles. Was haben Sie so miteinander gesprochen? Er hat nicht mit mir geredet. Überhaupt nicht? Nein. Einmal hat er bei einem Diner eine Lady Kirstensuppe zurückgehen lassen wegen des Tierschutzes. Und dann hat er mir einen langen Vortrag über die armen Schildkröten gehalten. Er kannte sie jetzt? Naja, nun, bei Geschäftsempfängen hat er mich natürlich begrüßt. Aber sein Vater hat er auch immer so begrüßt. Sie hatten doch Geschäftsbeziehungen. Na, er hat mir Kredit einräumen lassen. Durch seinen Generalbevollmächtigten. Keine private Einladung? Nein. Da drüben wohnt er übrigens. Wer? Sehr feine Gegend hier, Fürstenfeld. Er hat dort seine Jagd. Sie sind Nachbarn? Erst seit kurzem. Ich habe hier einige Grundstücke ersteigert und wollte mich hier auch endgültig niederlassen. Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Vielleicht war es mein größter Fehler. Wieso? Er hat mir ausrichten lassen, er fände es unpassend. Das verstehe ich nicht. Das sind so ungeschriebene Gesetze, die man immer erst bemerkt, wenn man sie übertritt. Aber das hat doch nicht zu Ihrem Sturz beigetragen. Ich glaube, es hat ihn ausgelöst. Ich war den Herrschaften zu nah auf die Pelle gerückt. Wenn Sie schon Geschäfte mit einem Mann wie mir machen müssen, dann wollen Sie privat wenigstens ungestört sein. Aber Sie wohnen noch hier. Wird Ihre Tochter den Besitz verkaufen? Das überlasse ich ihr. Fertig? Wir haben nur noch auf den Wagen gewartet. Wer hat das Bild abgehängt? Das Bild gehört mir. Das Bild war nicht im Verzeichnis Ihrer Tochter aufgeführt. Und dann dachte ich, dass... Meine Bilder hänge ich immer noch selber ab. Wir gehen dann. Bis morgen. Mein Lieblingsbild. Yves Klein. Monochromes Blau. Habe ich selbstverständlich viel zu teuer gekauft. Selbstverständlich? Nach Ansicht einiger kultivierter Herren. Aber Sie haben doch immer Bilder gekauft. Ja, aber es kommt darauf an, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Maler zu erwischen. Wie viel Sie für ein Bild aus, wenn Sie das Geld haben? Sie können so viel Geld haben, wie Sie wollen. Sie müssen Modiglianis Bilder noch in seiner Stammkneipe gekauft haben. Dann sind Sie ein Kunstkenner. Nachher teuer auf einer Auktion kaufen, wenn der Maler schon anerkannt ist, da sind Sie ein Neureicher, der sich mit Kunst behängt. Und den Yves Klein habe ich erst kennengelernt, nachdem er schon teuer war. Pech, was? Aber mir gefällt er. Ich kann vor diesem Bild stundenlang sitzen.